So. Kann ich eigentlich, wisst ihr, was mich mal Interesse nicht interessiert? Kann ich hier Foundations. Oh mein Gott, guckt euch diesen Traum an, Leute. Kann hier spammen. Wie geil. Ich das an. Servus, Leute, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hamzi spielt Solo Ark. Hab's wieder vermisst, Intro einsprechen und so. Geil, geil. Heute geht's weiter. Wir sind immer noch bei Tag 2, glaube ich. Also mitten noch am Anfang. Ich habe die ersten Tage echt einiges reingegrindet. Wir bauen heute weiter die Base aus. Werden auch nochmal auf anderen Maps unterwegs sein. Werden wieder ein paar Spieler begegnen. Ja, und es wird wieder das ein oder andere Hamzi-Profi-Gameplay passieren. Und ja, übrigens, Grüße gehen raus an Malte, der mir über Insta geschrieben hat. Kurz geht raus. Dankeschön. Übrigens, wer es nicht wusste, folgt mir auf Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Genauso wie auf Discord und überall anders eigentlich auch. Außer ruft mich nicht random an. Dann nehme ich nicht. Dann blockiere ich euch. Ich hasse es, wenn mich Leute random anrufen. Das fuckt richtig ab. Also lasst es. Nur das Schreiben, okay? Danke. Wenn man den 10. random Anruf um 3 Uhr nachts kriegt, Alter, dann. Junge, das ist wie ein Jumpscare, okay? Leute, also. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt viel Spaß, rein in die Folge und let's go. Junge, wie es laggt, hör doch auf, hä? Was soll die Scheiße? Server, mach keine Faxen jetzt. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an. Was ein Drecksping. HLN? Nee, ich will in Helena nicht Cryo, ich will in Bockbiom. Da ist ein Biberdamm. Lol. Ich glaube, den Scheiß machen wir jetzt. Ernsthaft? Och nö, mein Bloody ist mich mitgekommen. Was ist eigentlich mit ihm, Bruder? Er liegt einfach hier. Lol, der hat, the fuck? Warum ist mein Bloody eigentlich nicht... Oh, ich kann ja hier Dinos nicht tracken. Guck mal, wie er hier einfach noch steht. Als wäre nichts passiert. Junge, was ist mit dir? Du Arsch. Komm rein jetzt. Ich habe sogar noch überlegt, ihn zu cryen. Aber ich habe mir gedacht, nee, der kommt doch safe mit. Ja, Arschlecken. Gar nichts kommt er mit. Helena. Ab in Bock. Nochmal. Ich bin da. Oder der Typ liegt aber auch wirklich an... Alter. Kill. Für die Tribe-Punkte, Junge. Ja, ich habe noch Kibbel-Lootbox dafür bekommen. Wichtig. So. Bloodstalker raus. Der Ping ist zwar immer noch bodenlos, aber ja, ne, was will man machen? Es war gestern aber nicht so krass, Leggy. Es war gestern lief es relativ flüssig. Oder kommt es mir nur so vor, weil ich die ganze Zeit fucking gegrindet habe und ich so im Arc-Grind drin war, dass es mir nicht aufgefallen ist. Nein! Was zur Hölle? Bloody, warte doch mal! Weiß ja noch gar nicht, was für ein Geschlecht du bist, Kumpel. Male 20, ist halt bodenlos, aber nimm ich. Lass mich nur meinen kleinen Kumpel hier cryen. Wir brauchen noch Male, ne? Ja, brauchen wir. So, der geht schnell, sehr gut. Alter, ist der runtergedüst, habt ihr es gesehen? Holy shit! Wo will er denn hin? Warte! Ich muss mitkommen! Chill, Junge, chill! Hab auch gar nicht viel falsch angekriegt oder so. Herzlichen Glückwunsch. Ja, gut. Nehmen wir ihn halt direkt. Moin, Chef. Sag mal hier im Angebot. 20 Mail schon wieder. Okay. Oh. Hallo, wen haben wir denn da? 55 Mail, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe noch einen da unten gesehen. Ja, da ist noch einer. Okay, den nehmen wir gleich alle mit. Ich glaube, ich muss gucken, dass ich noch genug Cryos habe, aber ich müsste, entweder habe ich im Upload noch was oder ich kaufe mir aber schnell welche. Gut, die drei behalten wir. Und damit porten wir nach Hause. Dann können wir nämlich die einmal breeden und dann laden wir den Rest hoch. Nee, halt, Quatsch. Quark, ich erzähle Quark, Entschuldigung. Ich hab Quark erzählt, Leute. Tut mir leid. Luna E. Habe ich auch die Kettensäge dabei? Ja. Weil wir brauchen elektronisches Material. Och nein. Kollege, lass doch. Wartest du bitte? Okay.
Aha, kannst mich nicht mehr ärgern. Er hat mich noch... Nein! Er hat den TP abgebrochen! Oh mein... Oh, ich brenne. Guck mal, wisst ihr, ich finde es so geil. Das Symbol unten rechts, guck mal, da ist so ein Skelett, was einfach in der fucking Sonne übelst am Verbrennen ist. Der Typ ist schon... Dem ist die Haut schon von den Knochen geschmoren. Und der Charakter hier denkt sich so... Der TP... Oh mein Gott. Teleport, 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 Teleport. Ich komme zu spät, fuck. Renn, Junge. Nein, er ist... Oh mein Gott, ist mal hier lahm. Ich wollte nicht mit... Okay. Ah, ich habe ihn abgehalten. Ich habe ihn abgehalten. Ein Flammenwerfer. Rückzug. Wo ist er? Das ist so ein richtiger... Junge, ich hasse sowas. Warum spielen die denn alle mit Flammenwerfer? Das ist so schön. Ah! Oh, das macht man nicht. Und ich brenne hier schon wieder. Wieso ist hier. Ich bin da. Fuck, er kommt noch. Scheiße, runter. Hallo, ich schilde. Lass den Mist. Ich weiß nicht, ob der mich jetzt durch das ganze Luna verfolgen will. Safe nicht. Oder doch? Er hat Bock. Box, 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 box. Jetzt World Border! Nee! Ich kann mich nicht mit dihm anlegen, Leute. Wenn ich jetzt gegen ihn fighte, sterbe ich. Weil er hat Flammenwerfer. Ich kann da nichts machen gegen. Der verbrennt mich einfach. Also jetzt dürfte er mich nicht mehr sehen. Kannst aber auch im Luna nicht reggen, ne? Also du bist ja hier dauerhaft am Damage taken. Also es gibt ja hier keine Region, wo kein... Entweder ist Eiskälte oder Hitzekälte. Was anderes gibt's ja nicht. Ah, komm, ich nehme jetzt hier ein paar Viecher mit und dann mache ich mich wieder vom Acker. Hier ist ein Gegner. Och nee. Warum ist es immer Leute mit einem scheiß Flammenwerfer sein? Das bockt doch nicht. Ja, nee, komm, komm, komm. Nee, 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 das gebe ich mir nicht. Das muss ich mir nicht geben. Das muss ich mir wirklich nicht geben. Mann. Mach mir jetzt auch gleich einen, die Arschgeigen. Dann flambiere ich den halt. Ist das lame. Und das laggt halt auch so ultra hardcore, Digga. Wir spielen hier mit über 150er Ping. Ich krieg den auch nicht gebolert. Das kannst du vergessen. Ist das Quatsch, Alter, wirklich. Entschuldigung, musste kurz ausrasten. Bin wieder da. Alles, alles Paletti. Bin überhaupt nicht angepisst oder so. Überhaupt nicht. Babys kommen in einer Minute. Alles klar. Holz in mein Inventar. Ein Stack lasse ich noch hier über. So, auf ein neues. Mhm. 57. Okay, nice. No, Mail und E-Mail. Woo. Sehen schon funny aus, die Kleinen. Okay. Gleich rein. Als nächstes habe ich mich nochmal um die Base gekümmert. Und zwar habe ich um die Cliff rum praktisch so eine Fans Foundation Wall gebaut. Einfach aus hier Doppeltürrahmen und so. Dass niemand mehr mit einem Mehrwing einfach auf meine Cliff jumpen kann. Weil ich glaube, das war somit der größte Schwachpunkt einfach meine Spots. Dass Leute einfach meine Cliff, ja, Mehrwing bomben können oder wie man das nennt. Deshalb habe ich dann nochmal einen Schutz drum gebaut. Und bin dann auf Crystal gegangen, um mir ein paar Wyverns zu holen. Achso, und vor Crystal bin ich aber nochmal kurz auf Arbeit gegangen. Habe ein paar Drops gefarmt und nochmal Metal rangeholt. Okay, erstmal Armor reparieren. Ich habe mir jetzt Folgendes vorgenommen. Wir gehen jetzt ein bisschen auf Blueprint-Jagd, weil, ihr wisst ja... Okay, wir werden jetzt erstmal Metall farmen. Scheiße, ich habe kein Metal, stimmt, hab ich mal vergessen. Man kann hier nicht mit Bloodstalker farmen, mit Mining Drill farmen, das ist so kacke. 3,5k. Ich würde gerne mal einen Bloodstalker nehmen und den nur auf Gewicht skillen.
Er hat nur 3k. Ah ja, jetzt hat er noch ein paar Level-Ups, geil. Oh, Level-Up. 99, nice. Wir brauchen noch ein Level, Leute, und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir Level 100 erspielt. Das hat zwar echt etwas gedauert und es haben schon Leute viel, viel früher vor mir Level 100 erreicht, aber spielt keine Rolle, weil wir haben das auch. Und ihr wisst ja, als Solo-Gamer muss man halt manchmal ein paar Dinge länger und öfters machen. So ist das. Ich habe zwar keinen Plan, wo man hier Metal farmen kann, aber ich werde jetzt hier einfach ein bisschen um den Berg rumdüsen und wird schon irgendwas sein. Genau, vielleicht wäre eine Idee, dass wir uns auf Abbe eine kleine Farmbase bauen. Das können wir aber erst machen, wenn wir Heavies haben. Weil Normals werden uns da weggeschossen. Ja, dann machen wir uns eine kleine 2x2 Farmbase irgendwo am Rand. Und ich meine, wir haben zwar keinen Transmitter, aber ganz ehrlich, über Drops traveln geht doch auch relativ fix. Und wir können ja einiges tragen, wenn wir den Mining Drill in der Hand haben. Dann gehen wir zum Upload und können auch schön dann traveln. Und dann sollte das passen. Das aussieht eben mit dem Bloodstalker. Hier hat sich ein neuer Tribe hingerotzt. Zumindest ist, ja, also zumindest ist in der 1000 Foundation Spam. Welcher Tribe ist das? Anzeige. Der Anzeigenhauptmeister, Digga. Nein. Als ob die sich so genannt haben. WTF, wie geil. Also hier ist Metal, ich farm das jetzt ab. Ey Leute, wie geil. Wisst ihr eigentlich, wer das ist? Aktuell gibt es so einen Typen. Also wenn ihr das Video jetzt seht, ich weiß nicht, wann ich das uploade. Es kann sein, dass es jetzt schon ein, zwei Tage oder Wochen her ist, dass das im Hype ist. Aber da gibt's so einen Typen, Digga, der nennt sich der Anzeigenhauptmeister. Junge, ist das geil. Oh Mann, ey. Ich habe sogar überlegt, gestern, als ich den Wipe gespielt habe, ob ich euch davon erzähle oder halt frage, was ihr von dem Dude haltet. Also wer den nicht kennt, das ist so ein Typ, der hat bei Spiegel TV so eine Doku gehabt und der hat einfach die ganze Zeit irgendwelche falsch parkenden Autos und so weiter angezeigt, also halt die Leute angezeigt, dass sie falsch geparkt haben und so. Und da haben ganz viele Leute drauf reacted und der ist übelst, ich will jetzt nicht sagen im Hype, aber er ist halt jetzt bekannt geworden. Und der Typ ist so ein Bot, Alter. Das glaubt ihr nicht. Ey, ist das geil. Ah, fühle ich das, Mann. Also egal, wer sich so genannt hat. Also die, die da bauen. Geiler Name. Wer ihr seid, Jungs. Ihr seid geil. Danke. Oh, Mann. Die heißen einfach. Der Anzeigenhauptmeister, ey. Ich kann das nicht. Also hier ist echt viel Metal. Muss ich mal kurz dazu sagen. Ich muss hier aufpassen, weil halt ich farm direkt neben deren Base. Also ich weiß nicht, wie fett diese Base da drin ist. Ich habe halt auch nicht reingeguckt. Ich meine, wir auch. Aber wenn die da so viel Spam davor haben. Ist das safe irgendeine gute Cave, die Inks hinzugefügt hat. So, wir nehmen jetzt noch die Note hier und das war's. Wenn man abzieht. Okay, ich mache mir mal... Pass auf, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt erstmal, während das Metal hier durchschmilzt... Ich werde mal schnell den Bloodstalker rauswerfen. Und übrigens werde ich diese beiden Bloodstalker mal in den Upload packen. Nämlich einer ist der, den wir sowieso benutzen. Den nehme ich jetzt erstmal. So, 5 Minuten. Genau, dann reparieren wir jetzt erstmal meine Rüstung. Weil das sollte ja jetzt noch schon mal drin sein. Weil ich sag, wie es ist. Wir haben zwar geile BPs. Also, was heißt geile BPs? Wir haben einen guten Blueprint. Aber ich habe so das Gefühl, dass langsam unser... Wir sind immer noch auf dem... Ja, wir haben die beste Rüstung-Niveau. Halt schon... Ja. Ich denke, andere Tribes... Ich meine, die sind auch größer, keine Frage. Haben jetzt schon längst andere... Bessere Blueprints. Deswegen müssen wir aufstocken. Ich hätte jetzt gerne eine geile Waffe als nächstes. Wirklich. Eine geile, feine Waffe, die wir als Dings benutzen können. Und zum Fighten würde ich mir jetzt definitiv noch Rockets machen. Das heißt, wir machen uns jetzt einen Launcher. Um. Und wir machen uns mal noch... Ja, so 4 Rockets. Das sollte gehen. Genau.
Komm, eine machen wir uns noch. Na? Also, Reload. Also ein... ist immer geil. Die Soundeffekte waren übrigens gerade absichtlich, falls jetzt jemand fragt. 3C4 nehmen wir auch nochmal mit. Ist nicht schlecht. Und da ich jetzt auf Blueprint-Suche gehe, würde ich mir sogar auch nochmal ein Flak-Set einstecken. Stimmt, genau. Wir haben ja hier ganz gute Chestplates. Übrigens haben wir hier einen verbesserten Flak-Helm. Den hätte ich auch gerne nochmal mit. Leider, das kann alles hier bleiben. Bisschen Hide. Mein Schild, genau. Reparieren. Aber ich fühle diese Weight Reduction hier so sehr, ne? Dass man hier immer nur... Guck mal, das Schild wiegt nur 9. Sonst würde der ja 50 wiegen. Ich mag das voll. Da hat man ein bisschen Ruhe hier, wisst ihr? Da kann man halt gut spielen. Keine Ahnung. Bolas, 10 Stück. Netgun. Grapple brauchen wir nicht, weil wir sind auf Abbe. Ich würde gerne auf Abbe farmen. Wir gehen jetzt auf Aberration. Wir gucken, ob, sagt schon, ob wir traveln können. Was laber ich da wieder für Scheiße? Ob es Nacht ist? So, jetzt. Alter. Und wenn es nicht Nacht ist, gehen wir auf eine andere Map und suchen irgendwie Dings. So, 2 Flammenwerfer-Munition. Flammenwerfer ist halt scheiße, sage ich wie es ist. Ich hasse diesen in PvP. Aber da ihn halt jeder benutzt, muss ich ihn halt auch usen, sonst bin ich halt im Arsch. Muss man dazu sagen. Wenn ich einen genettet kriege, übrigens kann man Player nicht netten. Meines Wissens. Hey! Ah, leider ein Mail. Aber ist in Ordnung. So, der Edge 4, Spawn. Der Moment der Wahrheit, es ist 90% Nacht und es ist 4 Uhr morgens. Fuck. Okay, wir können aber, wenn wir Glück haben, noch 1-2 Drops erwischen. Das heißt, schnell downloaden jetzt. Okay, und ab geht's. So, und man merkt, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber meine FPS, viel besser. Also es ist jetzt keine 600 Frames, aber es läuft halt viel flüssiger, finde ich. Allein das Schwingen ist... nicht so kleine Ruckler manchmal, die entstehen. Kann auch sein, dass ich mir einbilde. Ich weiß es nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, dass hier ein Teleportgeräusch war. Wir wagen mal schnell kurzen. Einen ganz kurzen. Okay, ganz kurz gucken und wieder raus. Da ist ein Drop, aber... 4.38 Uhr. Schaffen wir das noch? Es ist schon so hell. Oder bilde ich mir das ein? Dass es so hell ist. 4.45 Uhr. Okay, komm, den Drop kriegen wir und dann wenigstens haben wir einen Drop erwischt. Das wäre doch schon mal was. Nur nicht zu gierig werden hier. Vergesst nicht, ich bin auf Low Budget unterwegs. Low Budget Items, Low Budget Equipment. Oh, das ist ganz erst. Bitte lass das. Die ist hier einfach brennt überall. Das ist immer so irritierend. Ich denke, gleich geht die Hölle ab. Gönn. Ich habe hier auch überhaupt nicht unauffällig oder so gerade. Gönn. 52. Muss so hart weg gleich. Jetzt. Komm. Oh, Marine Player. Er denkt. Ich riskiere. Oh mein Gott, hat sich gelohnt. Blinden und Chess PP, ein zweiter. Schnell raus hier. Ganz schnell raus. Wo ist der Ausgang? Da. Gönn. 4.58. Ich hab Schiss, dass um 5 Uhr alles brennt. Schnell raus hier. Ich hab vor, der hat den Turret geplaced jetzt, um mich abzufangen. Hast du ja das bitte. Okay. Weg. Erstmal weg. Huiuiuiui, my friend. Eine gute Position. Was haben wir erbeutet? Einen viel, viel besseren Chest-BP. Der ist 350. Wir kriegen den locker auf 400 plus. Ein Flinten-BP. Sehr schön. Sarko-Sattel juckt keinen. Und ein 57er Paracer-Sattel. Nicht schlecht. Ich meine, der Paracer-Sattel bringt nicht so viel, aber... Oh, seht ihr ihn? Ah, das ist ein Wilder. Ich denke immer, es ist ein Spieler. Warum haben die denn mehr Wings hinzugefügt? Oh, nee. Oh nein, mein Gott, Hilfe, hallo. Bin benebelt. Was ist das? Alter, ich verreck daran fast schon. Wow. Bruder, mach doch nicht diesen mit mir. Ich hab grad Panik gekriegt.
So, ich muss jetzt schnell erstmal hochladen, die Dinger. Ganze, ich muss den Flak BP hochladen. Also es hat sich jetzt schon gelohnt. Ich bin ein bisschen sad, dass es kein anderer BP geworden ist, sondern nur der Chest. Aber es hat sich so hart gelohnt, draußen zu warten. Aber sowas von. Aber sowas von, Leute. Das kann ich euch sagen, hat sich gelohnt. Und da ist auch ein Drop. Wenn da kein Spieler ist, können wir auch hochladen. Go. So. Wir haben alles oben. Es ist jetzt 5 Uhr. Wir gehen mal Blue Zone abchecken. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir erstmal einen Rückzieher von Abbe, oder? Gehen wir am besten... gehen wir da hin. Irgendeine andere Map, wo wir Groupings farmen können. Hm. Vielleicht gehen wir auf... wo können wir denn hingehen? Algoero vielleicht? Wobei, ich brauche halt für so Aktionen Petri. Den habe ich nicht. Also ich bräuchte mal eine Petri-Line. Maybe. Nur so eine ganz grobe Idee, die man sich vielleicht mal zulegen könnte. Eine Petri-Line. Und wir brauchen auf jeden Fall wieder ein Scheinhorn. Ich vermisse meinen Schulterpad, Mann. So traurig, dass die das einfach abgeschlachtet haben. Armes Scheinhorn, das hat nichts gemacht. Es wollte nur existieren. Und ihr habt es getötet. Ihr Dreckigen. Werde ich euch niemals verzeihen. Also ich wiederhole mein Call. Wenn hier irgendein Biologe zuguckt oder irgendjemand vorhat, Biologie zu studieren oder irgendwas mit Biologie zu machen in seinem Leben, bitte modifiziert ein genetisches Scheinhorn und bringt ein neues Tier auf die Welt. Bitte. Wollen wir auf Crystal gehen? Auf Crystal waren wir noch nicht. Also, wir waren schon da, aber zum Blueprints hier. Ja, lass mal auf Crystal gehen. Crystal ist nicht schlecht. Übrigens können wir uns auch noch Crystal Wyvern zulegen. Guter Call, das können wir gleich mal machen. Da die raus. Hey Leute, können wir mal kurz drüber reden, wie schön ich es finde? Oder was heißt schön? Ich liebe einfach... Also, ich habe ja jetzt... Ich mache jetzt fast seit 2 Jahren YouTube. 1,5 bis 2. Und ich muss sagen, ich habe wirklich früher nie... irgendwie das Bedürfnis gehabt, Videos zu schneiden, Videos aufzunehmen und überhaupt zu reden. Ich war der nicht unbedingt Scheuste, aber ich habe halt immer so mein Maul gehalten, wisst ihr? Ich habe einfach so mein Maul gehalten. Ich habe nicht so viel gesagt. Ich habe nicht so viel erzählt. So in meiner Gruppe mit ein paar Kollegen, ne, so Freunde und so von früher, da hat man einfach, ich weiß nicht, da habe ich halt, hat man schon viel geredet, das ist klar, wo man sich halt, ja, wohlfühlt oder whatever. Aber hier... Vor allem am Anfang auf YouTube merkt man irgendwie, finde ich, wie ich einfach nichts sage oder selten was gesagt habe. Ich meine, das ist euch nicht unbedingt viel aufgefallen wahrscheinlich, weil ich habe das relativ gut zusammengeschnitten, dass man halt immer nur was sieht, wo ich auch was sage. Ich meine, macht ja auch Sinn. Ich finde es richtig interessant und es macht übelst Spaß, finde ich, solche Videos zu machen und sowas zu dokumentieren. Ich meine, ich dokumentiere jetzt hier, wie ich Ark spiele. Klingt vielleicht ein bisschen blöd oder dumm, aber es ist so. Ich dokumentiere ja meinen Wipe. Wie ich das hier gemacht habe und so. Und ich finde das super geil. So, weiß ich nicht. Ich finde das, ich fühle das richtig. Ich finde das wirklich richtig geil. Es macht übelst Spaß. Und kann mir mal jemand verraten, wie ich mit dem Drecksack tauchen kann? Ich check's nicht. Was mache ich denn falsch? Wie gehe ich denn aus diesem Klettermodus raus? Also, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie gerade zu blöd, das zu machen. Ich krieg's nicht hin. Da war es doch sogar gerade. Er ist nicht geklettert, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Muss es eigentlich gerade hier Nebel sein? Ich weiß nicht. Wenn hier auch irgendeine Base ist, ich wäre jetzt schon 6-mal in wahrscheinlich Turrets reingeflogen. Mal ein bisschen aufpassen hier. Genau, zurück zum Thema des Tages. Ich finde das Dokumentieren auf YouTube sehr, sehr spaßig. Macht irgendwie voll Spaß. Ich meine, ich weiß, ich sitze hier vor einer Kamera, die übrigens nicht an ist, aber ich sitze hier eigentlich und laber... Vor mich hin. Ich weiß nicht mal, oder ich habe nicht mal die Sicherheit. Was ist die Sicherheit? Eigentlich weiß ich ja nicht, ob sich das hier irgendjemand geben will. Aber anscheinend gibt es da vor draußen Leute, die interessieren sich für mich. Was ich mal echt, muss ich mal begeistern finde. Herzlichen Dank übrigens, Leute. Also danke für den ganzen Support und so. Ehrlich. Ich finde es geil. Ich dokumentiere irgendwas für euch. Und ihr guckt euch das an. Wie eine Doku. Nur, dass ich halt ein Game spiele. Uns ein bisschen wie eine Doku gestaltet. Meistens viel Scheiße laber, aber man lernt auch das eine oder andere. Also Bildungsauftrag und so, ne, ihr wisst. Ich bin dran. Also man lernt hier auch mal wichtige Sachen fürs Leben. Da ist ein goldener Beacon, ne? Nein. Das ist ein weißer. Oder?
Naja, das ist ein Weißer. Ey, ich spiele dieses Spiel schon so viele Jahre und ich weiß immer noch nicht. Doch, das ist ein Weißer Drop. Es ist ein gelber Drop. Leck mich am Arsch. Echt jetzt? Als ob. Sieht voll weiß aus. Ja, echt ein gelber. Crazy. Ja, nein. Ja, es ist eine Shotgun 100. Ja, 300 Metal, weiß ich jetzt nicht, ob die so geil ist. Nur immer aus reinen Testzwecken. Wie viel Crystal braucht die? Ah, die ist Insta-Tame. Ja, herzlichen Glückwunsch. All mit dir. Ist ja überhaupt nicht OP oder so. Geil. Hier ist die nächste, die ist auch instant. Schnell, bevor sie wegfliegt. Hallo. Du gehörst jetzt mir, my friend. Oh, männlich, weiblich. Schön. Ja, zwar ein Kack-Level, aber nimm mich mit. Sichel-Blueprint. Das ist ja jetzt auch kacke. Okay, sie ist instant. Nevermind. Nice. Oh, Alter, Leute, das ist das erste Mal, das stimmt. Das ist das erste Mal, dass ich eine Wyvern fliege. Seit einem halben Jahr. What? Wie geil. Alter, das fühlt sich richtig scheiße an. Es fühlt sich ja richtig kacke an. Aber es fühlt sich auch irgendwie geil an. Also das Movement ist voll ass mit der. Guck mal, ich drehe die Kamera und die zieht so nach. Aber das war ja schon immer so. Wie geil. War die schon immer so lahm? Mit Waterbuff? Irgendwie feier ich's. Wahnsinn. Hab ich vermisst. Hab ich vermisst, sag ich ehrlich. Macht Spaß. Guck mal hier. Das Landen, wenn man Leertaste drückt und sie macht erstmal noch 10 Drehungen. Ach ja. Ach, hab ich das vermisst. Dieses Game, Leute. Ist das ein Traum. Die Fliege gehittet. Bam. Bloody? Kommst du? Jawohl. Chef, wir gehen auf Abbe. Abbrechen. Bumm. Also ich weiß nicht, ob es geradet ist inzwischen, aber... Red Hole, aufpassen. Wäre fast reingeflogen. Gar kein Dings gerade gewesen, Alter. Hätte es gerade dick krachen können. Aber Hamsi hat die Gefahr gerochen und hat den Platz sogar nebendran gelandet, weil er gut ist. So, ich vertraue mal jetzt und fliege einfach rein. Als ob da jetzt jemand Schulz geplaced hat in den 5 Minuten, in denen wir weg waren. Hey, wir sind draußen und es brennt nicht. Wow. Na, aber es sind keine Drops da. Das heißt... Hier ist irgendwo ein roter Drop. Oh mein Gott, bitte. Bitte gönn, Junge. Bitte ist der nicht abgefarmt oder wartet da einer. Die 4-Trap oder so? Nee. Oh mein Gott. Ja. Flatsch. Oh mein Gott. Jawohl. Wichtig, Leute. Digga, 600 Dura, leckt mich am Arsch. Sofort hochladen. Das sehe ich Quarkenade, du. Sofort hochladen. Alter, wie wichtig. Oh mein Gott. Als ob das niemand gesehen hat, den Drop. Ich war halt keiner da. Wie nice. Schnell raus hier. Uploaden wir direkt hier. Ja. Das riskiere ich. Oh mein Gott. Wow. Aber Selist-Sattel kann man... Alter, wichtig, Junge. Das ist doch die Scheiße, die ich sehen will. So, jetzt geht's aber los hier. Nice. Hose vor allem mit Abstand das wichtigste Flagpiece, ey. Wow, danke. Jetzt noch eine geile Waffe, ja? Noch eine geile Waffe. Und dann halte ich... Dann bin ich ruhig. Goldener Drop, okay. Man kann auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob das ein Glitch ist oder ein Bug. Habe ich euch auch schon mal erzählt. Aber ich glaube, man kann das nie genug sagen. Dass man an einem gewissen Punkt hier im Surface sich zu einem anderen Surface glitschen kann. Ich weiß nicht, ob das hier war oder woanders. Aber irgendwie ging das. Meine Lieblingsmap. Schaut euch mal diese Map-Kreativität an. Da hatte Wildcard noch was in der Birne, als sie das gemacht haben. Wirklich, schaut euch mal diese Schönheit an. Wow. Guck mal bitte ganz kurz. Nur ganz kurz, Leute. Guckt euch das an. Wow. Wirklich wow. Also, wow. An denjenigen, der die Map designt hat, ein Macher. Ist ein Traummensch. Ich wirklich, vielen Dank, Mann. Also, wer immer das war, du trägst wirklich einen besonderen Platz in meinem Herzen. Merkt ihr das?
fürs Leben. Das ist wirklich besonders. Diesen Einfallsreichtum dieser Map, den muss man erstmal haben. Genial. So, Schnee, Wüste, ne? Easy Biome kennt man. Gibt's eigentlich in jedem Game. Der Klassiker. Auch geil, aber gehört halt, ist jetzt nicht so was Spezielles, ne? Gehört halt aber dazu. Aber das hier, eine corrupted Welt, die vom Zerbröckeln am Abgrund steht und so weiter. Und da waren ein Flakhelm-BP drin. Ah, Baby Junge, ja. Ja, geil. Und ein 174er Compound Bow. Alter, das Spiel liebt mich gerade. Digga. Junge, was geht hier ab? Wie geil. Junge, geil. Ey, vielleicht sollte ich öfters Arc oder beziehungsweise Wildcard loben. Okay, nein, sollte ich nicht. Wildcard, scheiße gemacht und so. Aber ich lobe den Macher von Aberration. Was eine Maschine. Wirklich. Wie geil, ich loote und lade es direkt hier hoch. Wie viel Dura hat der? Oh, 400. Den Komp lade ich auch hoch, den brauchen wir jetzt noch nicht. Jo Leute, das war's aber mit dieser grandiosen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und schreibt was Nettes in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich lese nämlich alles, was ihr schreibt. Wer es übrigens noch nicht mitbekommen hat, zwei Sachen. Und zwar einmal gibt es jetzt die ARK Animated Series, also die ARK Animationsserie ist jetzt draußen. Noch nicht in Deutschland und anderen Ländern. Ich glaube nur in USA und Kanada oder so. Also wir müssen uns auch ein bisschen gedulden, aber die Serie ist jetzt zum Teil schon released worden und soll anscheinend auch sehr geil sein. Ich bin mal gespannt. Ihr wisst ja, ich habe lange auf dieses Ding gewartet und ja, wir werden sehen. Genau, die andere Sache ist, am 5. bis 7. April ist die Cactus-Messe. Das ist auch so eine Art Gaming-Messe wie Gamescom. Falls ihr euch erinnert, war ich ja auch letztes Jahr auf der Gamescom und es war übelst geil. Ich habe auch einige von euch gesehen, was mich sehr gefreut hat. Das bedeutet, falls irgendjemand in der Nähe von Leipzig sein sollte und auf der Cactus-Messe ist, ich bin dort. Und jo, falls man sich sieht, könnt mich gerne ansprechen. Weiß nicht, ob ich noch Caps drucken kann bis dahin, ob ich das hinkriege. Weil letztes Mal habe ich ja welche verteilt. Mal gucken, vielleicht lasse ich mir was einfallen. Weil die es wissen wollen, ich bin dort dann am Samstag, am 6. Ja, mal gucken, ob ich am Sonntag auch da bin. Aber ich denke mal, es wird der Samstag sein. Ja, das waren die News des Tages. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir haben Freitag, genießt das Wochenende. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Montag wieder zu einer frischen Runde ARK Survival Evolved. Macht's gut, hab euch lieb. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.